Ja, guten Morgen, liebe Planeten, Gefährten, Konstellationsgenossen oder was auch immer, womit ihr euch am meisten angesprochen fühlt oder wie auch immer. Ich bin hier sitzend über den diversen Konstellationen in der Vorbereitung auf das Seminar nächste Woche am Dienstag. Das ist übertitelt mit Der Widder, unser aller Aszendent. Das ist eine spannende Sache, weil ich da Horoskope aus der Sicht der Tierkreiszeichen betrachte, also von außen, nicht von der Häuserebene. Naja, und lange Rede, kurzer Sinn. Und wie ich so sinne und notiere und nachdenke und reflektiere und artikuliere, ist mir doch just eingefallen und aufgefallen, Mensch, dass ja heute Vollmond ist. Ich wollte eh schon mal wieder ein Video machen über das aktuelle Geschehen, ein paar wichtige Konstellationen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann machst du jetzt ein bisschen was zum Vollmond. Vollmond, nicht Vollmund. Vollmond, ja. Und guckst mal da rein, was der so bringt. Also der Vollmond hier, der macht mir derzeit weniger Turbulenzen als der letzte, interessanterweise. Wir befinden uns mit dem Vollmond, mit dem Mond derzeit in der Waage. Die Sonne steht im Widder natürlich, gerade rüber genau. Und der Vollmond findet statt heute, deutsche Zeit, 20:55 Uhr und 3 Sekunden. So habe ich es hier mit meinem Programm, ist mir mit meinem Programm hier genau ausgerechnet. Da steht die Sonne auf 26:45 Uhr und der Mond entsprechend natürlich auch. Ja, was macht der Vollmond? Wie immer, was ich immer schon mehr gesagt habe, der Vollmond beleuchtet etwas ganz besonders. Er ist ja einer der wichtigen Lichtträger, der natürlich atmet, wie alle Planeten, mit seinem Licht, Licht abstrahlt, Licht gibt und wieder Licht empfängt. Nach Neumond insbesondere. Und der Hauptgeber des Lichtes ist natürlich die Sonne, ja. Deswegen müssen wir beim Vollmond und den Mondphasen immer die Sonne mit beachten. Finde ich wichtig, höre ich ganz selten in diversen Besprechungen von irgendwelchen Mondphasen. Da müssen die Sonne mit beachten. Die Sonne steht hier, wie gesagt, Ende Widder. Ende Widder, die letzten 10 Grad sind aus dem unsichtbaren Skript der Heldenreise, was dahinter liegt, natürlich der Weg durch die Brandung an ein neues Ufer. Das ist die Heldenreisenphase, die dahinter liegt. Ja, mit einer nicht unerheblichen Dynamik, weil eine Brandung kann sehr stürmisch sein, sehr gefährlich, wenn wir Klippen haben am Ufer. Eine Brandung kann auch eine sanfte Dünung sein. Im Moment haben wir natürlich mehr Turbulenzen. Ja, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Sonne sich derzeit sowieso verbindet mit dem Jupiter, beziehungsweise gerade verbunden war mit dem Jupiter, hat nochmal zusätzlich Schub bekommen. Und zwar in einem 30-Grad-Aspekt, der wird auch nicht so oft beachtet, viel zu wenig, finde ich. Das ist analog dem 150 oder dem 210-Grad-Aspekt, also Quinkungs. Das ist analog 30 Grad. Und das sind nach meiner Erfahrung knallharte und solide und belastbare Ereigniskonstellationen. Insbesondere 30-Grad-Aspekt habe ich mehrfach beobachtet. Wenn mir Klienten was erzählen und du guckst da rein und die sagen, ja, das und das ist mir da passiert, du guckst da rein und siehst, es ist keine Konstellation vorhanden, kein Transit. Bis man irgendwann die Äuglein aufmacht, ein bisschen tiefer guckt, dann sieht man, hä, 30 Grad, 30 Grad, 30 Grad. Und zack, zeigt sich das, ja. So, also die Sonne ist im Moment ziemlich dynamisch drauf, unser großer Energiegeber und auch turbulent. Dazu kommt noch, dass die Sonne bei 26 Grad und 45 Bogenminuten steht. Das ist innerhalb dieser letzten 10 Grad Widder, eine Feinphase, die Geschichte darunter liegt, das sind ja immer mehrere Oktaven, mit denen wir hier zu tun haben. Und diese Feinphase lässt sich auch näher bezeichnen. Und zwar geht es dort um eine Überschrift, die über dieser feineren Schicht liegt in dem Moment, nämlich das Ende des Alten. Ja? Das sind, übersetzt aus der Heldenreise, es ist die dritte Phase der dritten Etappe, der zweiten Etappe der Heldenreise, zweite Etappe, dritte Phase. Das sind die letzten 10 Grad Wassermann, die da drunter liegen. Und da rutscht der Widerstand des Helden, also eines Reisenden, von jemandem, der in einem Prozess ist, im Prozess einer Entwicklungsreise, Heldenreise, da rutscht der Widerstand des Helden gegen Veränderung der alten Welt zusammen. Ja. Ende Wassermann ist dann der Absprung vom Ufer alter Verhältnisse. Klipp und klar. Ich sehe es tagtäglich in meinen Beratungen, in den Seminaren, in der Vorbereitung, dass diese
Feinstruktur, was im unsichtbaren Skript der Heldenreise dahinter gebastelt ist, das Buch ist übrigens jetzt im Moment bei mir zu bekommen per PDF gegen Spende. Demnächst werden wir es auch wieder in der Druckfassung haben. Das ist in dem Buch ist übrigens keine Astrologie drin, bloß dass man das nicht missversteht, da ist nur die Struktur dieses unsichtbaren Skripts beschrieben. In dieser Phase befindet sich die Sonne also als Lichtgeber, als Energiegeber und als Signaturgeber, ja. Und beleuchtet quasi aus dem Themenhintergrund dieses Standortes den Mond. Und der Mond, das habe ich schon oft beschrieben, ist wie ein großer Parabolspiegel und spiegelt auf die Erde runter das, was er von der Sonne bekommt. Der Mond ist quasi eine, wie soll ich sagen, Transmitterstation, ein Umschlagplatz von Inhalten, die von der Sonne kommen, vom Zentralgestirn, von uns, vom System. Und dieser Mond kriegt natürlich durch seinen Standort nochmal eine eigene Färbung. Ja, die bringt er mit. Auch der Mond als Archetypus, als Prinzip ist ja auf einer Heldenreise, in einer Entwicklung befindlich. Und der spiegelt das natürlich, nimmt das mit rein in der Phase, von der Phase, in der er sich gerade selber befindet. Und da ist er halt in der Waage. Eben auch bei 1645, darunter liegt die gleiche Feinstruktur wie bei der Sonne. Das heißt, die zweite Etappe, dritte Phase des unsichtbaren Skripts der Heldenreise, nämlich Ende des Alten bzw. Zusammenbruch des Widerstandes gegen Veränderungen der alten Welt. Ja. Das wird beleuchtet, doppelt gewissermaßen beleuchtet, ja, durch das Licht, was die beiden Planeten oder Gestirne haben. Das heißt, auf diese Thematik wird im Moment besonders viel Licht geworfen und Licht geworfen heißt, es drängt ins Bewusstsein, es kann im Bewusstsein aufgenommen werden. Licht bedeutet Bewusstheit in meiner Lesart. Das ist immer wieder, ich bringe immer so ein bestimmtes Beispiel, wenn du in den Keller gehst und da ist kein Licht und da liegt meinetwegen ein alter Stuhl quer, da hast du heftige Schmerzen, wenn du den Stuhl nicht im Bewusstsein hast, weil der im Schatten liegt. Ja, das kann gewaltig am Schienbein wehtun, wenn du ein Stück weiter gehst. Da liegt da noch eine alte Springfalle, womit sie früher Wildschweine festgenommen haben oder gefangen haben. Da trittst du rein, da tut der Fuß noch ein bisschen mehr weh, wenn er noch dran ist. Wenn du diese Dinge nicht im Bewusstsein hast, dann kannst du deinen Weg und deinen Gang und dein Verhalten auch nicht steuern. Ja, das Unbewusste steuert dich, der Schatten steuert dich. Und deswegen ist es ja immer so, dass Dinge, die im Schatten liegen, uns steuern. Und wir überhaupt nicht damit umgehen können. Deswegen kommen ja in bestimmten Begegnungen sozusagen Dinge, die wir nicht sehen wollen. Es gibt ja keinen wirklichen Schatten. Es gibt nur Dinge, die wir nicht sehen wollen, weil sie wehtun, weil sie anstrengend sind oder irgendetwas. Kommen also Dinge sozusagen in unser Bewusstsein, ins Licht. Wir können die integrieren, wenn wir es dann wollen, wenn wir nicht gerade Widerstand haben. Ja? Das ist wie mit Beziehungen. In jeder Beziehung, wenn man sich einlässt, je nachdem, in welchem Entwicklungsintensität, wir entschieden haben, hier unten voranzugehen, geht es mal schneller, mal langsamer, aber in jeder Beziehung geht nach, ich sag mal so, es gibt da bestimmte Rhythmen, 3 bis 4 Wochen ist meist der erste Punkt, geht der erste Teil der Büchse der Pandora auf. Und dann heißt es, ich hätte ja nie gedacht, dass der, dass die sich, also dass die, also um oh Gott, ich bin ja erschrocken, ich ziehe mich zurück und so weiter. So, das muss man nebenbei, einer meiner üblichen Abschweifungen, ihr kennt es ja schon aus den Seminaren. Der Mond steht also Ende Waage. Ja, und wir haben quasi wirklich, sowohl beim Widder, da haben wir das Durchqueren einer Brandung vor einem neuen Ufer, und bei der Waage haben wir das Ende einer Kernreise. In den letzten Graden, der Waage findet im Film, insbesondere in den letzten 10 Grad, findet im Film der Showdown zwischen dem Bösewicht und dem Guten statt. Immer. Und ganz oft in erhöhter Ebene. Da fällt mir gerade ein Film ein, der Equalizer, ziemlich brutaler Film mit Denzel Washington. Da fällt mir gerade der Film ein, der Showdown findet dort auf einem schmalen Turm irgendwo am Meer statt. Und der Bösewicht wird natürlich am Schluss gekillt und fällt vom Turm runter. Bei ganz vielen James Bond-Filmen. Ich nehme jetzt immer die drastische Variante, ja, Liebesfilm und so weiter, aber irgendwie findet sich das immer wieder in fast allen, sag ich mal so, gröber strukturierten Filmen, wo so die Heldenreise ein bisschen übertrieben ist mit Action und Drama und so weiter, finden die Endkämpfe auf erhöhten Positionen statt. Das ist ganz typisch. Das habe ich auch alles im Buch beschrieben. Das ist auch im Leben so, dass man in der Waagephase ab 42 meistens aufsteigt.
in größere Verantwortlichkeiten, weil man da in größere Kooperationsbereiche gerät und dann auch Interessen anderer auf einen projiziert werden und damit steigt man auf. Die Interessen anderer, diese Projektion erheben ein, dann gerät man sozusagen in Positionen, wo man mehr Verantwortung übernimmt. Das ist der Managementanteil der Waage. Ja. So, also jedenfalls der Mond krabbelt hier durch die letzten Grade Waage. Auch hier kann man sagen, das Potenzial für das Ende einer Kernreise, sprich des Kernbereiches einer Heldenreise, einer Entwicklung, wird heute beleuchtet. Interessanterweise können sich zu diesem Zeitpunkt auch Prozesse wieder ankurbeln, die schon mal zu Ende waren. Weil, wenn der Mond weiterläuft, analog jeder Entwicklung, gibt es natürlich eigentlich kein Ende. Deswegen spreche ich immer von Kernreise. Ja? Kernreise. Weil im Film wird beim Happy End ganz gewöhnlich abgeblendet. Ich vergesse immer wieder, Tucholsky oder Kestner hat es gesagt. Die meisten Filme, wenn der Böse vom Turm gefallen ist, kommt noch die Prinzessin aus dem Turm raus, wird vom Helden geküsst und The End. Feierabend. Ja, danach geht es aber natürlich. Die Leute ziehen sich aus, die Schauspieler gehen in die Garderobe und verschwinden dann im Hintergrund. Das ist der Skorpion. Das heißt, natürlich geht die Reise von den Trägern der Rollen auch weiter. Manche Filme führen ja die Geschichte über die Waage hinweg. Siehe Harry Potter, ich bringe das Beispiel immer wieder. Die Kammer des Schreckens mit dem großen Obelisk, mit dieser Schlange, das ist alles Skorpionbereich. Die haben den Film weitergeführt. Ja, weil es ein Roman ist, da kann man es mehr ausführlicher machen. Haben die weitergeführt, dann gibt es irgendwann wieder den Bereich der Schützen, die große Freiheit, wo sie dann auch aus dieser Kellerphase wieder rauskommen. So, jedenfalls beleuchtet werden jetzt quasi Showdown-Situationen. Zwischen in der klassischen Variante dunkel und hell, böse und gut. Und natürlich mit der darunterliegenden Phase vom Wassermann, die letzten 10 Grad und so weiter, läuft das alles turbulent ab. Ja? Das sind also jetzt bei solchen Vollmondverläufen, das geht ja immer sehr schnell, der Vollmond, das ist jetzt kein Epochenhoroskop, sondern es sind einfach Aspekte in der Zeit, wo wir zu bestimmten Dingen besser hingucken können. Und dann kommen natürlich Dinge hoch und werden in der Sichtbarkeit, in der Wahrnehmbarkeit stärker ausgetragen und damit stärker uns auch berühren. Deswegen ist es oft, insbesondere bei Vollmond, dass es dann diese Turbulenzen gibt, ja, die immer alle beschreiben. Also ich erlebe das selber oft, also ich bin sowieso, manchmal sage ich leider relativ durchlässig, auch die Konjunktion von Neptun, Jupiter habe ich deutlich gespürt. Genau auch gespürt, als der Jupiter am Neptun vorbei war. Ja, das ist ja zusammen die große Welle. Das werde ich jetzt am Dienstag im Seminar mitbringen, weil wir machen immer so ein Kernthema zum Seminar. Dann gibt es immer noch mal ein, zwei Fragen, Stunden astrologisch von Teilnehmern. Und meist wird noch ein bisschen Zeitqualität noch besprochen. Am Dienstag werde ich ein bisschen mitsprechen über Jupiter-Neptun. Die große Konstellation, also nicht die große Konstellation, sondern eine wichtige Konstellation, zuletzt vor über 150 Jahren passiert. Die große Welle, wie ich es nenne. Ja? Auch sehr interessant, auch finanziell nicht uninteressant, erstaunlicherweise, ja, weil die eben auf einem ganz konkreten Grad stattgefunden haben. Kann man drüber reden, jedenfalls, das werde ich ein bisschen beschreiben im Seminar, nicht zu breit, weil wir haben ja da ein festes Thema, aber Jupiter-Neptun ist eine große Welle. Und was der Jupiter da aus der Tiefe des Meeres vom Neptun geholt hat und nun zum Beginn einer Heldenreise bringt. Der Jupiter wird ja bald in den Widder reinlaufen, der ist ja auch unterwegs. Und der hat eine Signatur vom Neptun, bringt er mit und wird damit eine Heldenreise in der physischen Welt antreten. Was er da mitgebracht hat, das wird sich dann bald offenbaren, weil die Konjunktion ist ja relativ sang- und klanglos vorübergegangen, genauso wie die Konjunktion von Pluto und Saturn 2020 am 12. Januar, wo alle dachten, jetzt bricht die Welt zusammen, wann kommen die UFOs und so weiter, es ist nichts passiert an dem Tag. Aber insbesondere die Feuerplaneten, wenn die über bestimmte Planeten rüberlaufen, die Feuerplaneten sind alles Türöffner. Und die tragen mit der Kraft und der Dynamik, die sie haben, mit dem Licht, die sie haben, danach was in die Welt. Oder eben nehmen es mit auf einen Weg. Und das werden wir Dienstag ein bisschen mit besprechen. Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls die Vollmondkonstellation. Jetzt geht es um die Betrachtung, um das Beobachten können von Turbulenzen im Inneren, wo sich zwei relativ stark gegenüberstehende Anteile, Altes und Neues, Gutes und Böses, wie es wir in unserer subjektiven Sicht meinetwegen betrachten mögen, miteinander ringen. Und wir können als Beobachter ein Stück zurücktreten und können diese Dinge angucken, weil alles, was wir wahrnehmen, das wissen wir ja,
muss mit uns zu tun haben und ist ein Teil unseres Systems. Ja? Das bedeutet nicht immer, dass man, wenn man sagt, das bin alles ich, das hilft oft nicht. Mir hat irgendwann der Satz geholfen, was ich draußen sehe und was mich aufregt, also was mich trifft, betrifft mich. Habe ich irgendwann, hat mir der Satz geholfen, das muss ein Teil meines Systems sein. Und das war ein kleiner Türöffner dafür, dass ich das auch als Teil meiner Welt annehmen kann. Weil, wenn man sagt, das bin alles ich, und man sieht überhaupt keinen Zusammenhang zu sich selber, ja, dann ist es schwieriger. Aber wenn man sagt, das ist ein Teil meines Systems, und das System ist groß, jeder von uns, ja, mit den ganzen Ahnen im Hintergrund und so weiter, dann kann man Dinge besser annehmen. Diesbezüglich werde ich demnächst, ich weiß noch nicht wann, ich habe ein bisschen Widerstand, das zu machen, endlich mal ein Video machen zu den diversen Kommentaren unter meinen Videos. Fast jeden Tag, eins nach dem anderen. Ich kriege ja noch ganz andere E-Mails, die sind nochmal ganz anders formuliert. Nicht so höflich und wohlformuliert und apart wie diese, obwohl sie schon drastisch sind, Kommentare darunter, die ich übrigens alle stehen lasse. Ja? Da wird ja auch dazu geschrieben, ich würde was zensieren. Bis jetzt bleibt alles stehen. Bis zu einem bestimmten Punkt. Komme ein bisschen vor wie die Russen jetzt. Ich ertrage das ja schon eine ganze Weile. Diese Geschichten, die da drunter stehen, ohne irgendwas groß dazu zu sagen. Kommt aber dann irgendwann. Ja, und dann wird es auch kein Wäschewaschen geben und keine Wutausfälle, Ausbrüche oder irgendwas. Ich werde es sachlich beschreiben, was ich dazu zu sagen habe. Und danach wird diese, werden diese Beiträge konsequent aus meiner Welt, aus meinem Revier, was ich erschaffen habe in 6, 7, 8 Jahren, verbannt. Da gibt es keinen Zutritt mehr für denjenigen, der reinkommt und seinen Scheißeimer leert. Das war es von meiner Seite heute zum Vollmond. Ich hoffe, es war hier und da was dabei, was euch irgendwie inspirieren kann ein bisschen. Ansonsten denkt dran, nächste Woche Dienstag das Seminar, 18 Uhr deutscher Zeit. Bitte dann meine E-Mail anschreiben, wer da Interesse dran hat. Oder den Telegram-Kanal abonnieren. Und unser neues Projekt Campus für eine neue Erde, das ist ja auch langsam am Reifen. Es geht jetzt erstmal um Finanzierungsangelegenheiten und so weiter. Da haben wir ja im Kryptomarkt interessante Sachen entdeckt. Auch astrologisch war es schön zu sehen, wo wir jetzt natürlich aktiv werden, weil es ist einfach eine Riesenchance. Das ist auch mit Jupiter und Neptun gekommen übrigens. Und mal sehen, wie sich das alles entwickelt. Habt ein schönes Wochenende, habt schöne Ostertage, entspannt euch und bleibt gelassen, wie immer. Tschüss. Thank you.